Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir bewegen uns mal bei der herzlichen Moosbärenjagd. Nein, wir müssen jetzt die Flink-Oktasinen töten. Solche ekelhaften Spinnenviecher, das macht mir sogar richtig Spaß. Ich meine, I, ne? Einfach nur I. Gaspeed reinschmeißen und schnell diese Flink-Oktasinen kaputt machen. Hier vorne ist sogar der eine Boss, den wir beim letzten Mal getötet haben. Also klar, die respawnen und dementsprechend sehen wir ihn jetzt wieder. Und haben ihn auch geerdet. Nerk, wollte ich eigentlich nicht. Ließ sich aber gar nicht vermeiden, leider. Wana Hikero! Warte da! 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 Halt Abstand vor mir! Ich habe keine Lust auf dich! Ich habe Abstand gesagt! Sei zumindest langsam! Nein! Stirb! Wenn du nicht anders willst! Meine Fresse! Die Leute lassen sich aber auch echt nicht sagen, ne? Nach dem Motto, wenn du jetzt näher kommst, dann stirbst du. Egal, ich sterb schon nicht. Doch, du stirbst. Nein! Ach Mann, jetzt bin ich tot! Habe ich das nicht gerade eben gesagt? Also, ja, das logischste Gespräch, was dann kommen kann. Und ich denke gerade echt, also wir können nebenbei weiterkämpfen, wir brauchen eine bessere Waffe. Also, den Schaden, den ich drücke, das ist viel zu wenig. Dafür, dass ich so viele Level über denen bin, es sind zwei. Normalerweise macht man das hier mit anderen Level, ist das echt zu wenig Schaden. Also, das ist schon fast lächerlich. Klar, die tun mir auch nicht ernsthaft weh, aber ich meine, es sind Mobs. Wo tun Mobs schon ernsthaft weh, außer in wirklich großen Innis? Oder wenn sie Elite sind. Deswegen, das hier ist, naja. Geht besser. Ist mir egal, wenn du mal Machero hallerst. Ich will jetzt hier einfach nur schnell fertig werden. Um diese Quest abzugeben, um das Gebiet zu verlassen, um nach Basfeld zu kommen, um danach nach unten zu kommen. Stopp, wir müssen ja gar nicht erst nach Basfeld. Wir wollten ja links hier die Kampagne und Co. weitermachen. Na, wir werden niemals fertig in diesem Gebiet. Niemals. Falscher Klick. Hier ist wahrscheinlich immer noch Mausetot, oder? Ja. Also an und für sich müsste sich die täglich erneuern. Wenn ich das richtig weiß. Warte, wir können ja mal was machen. Wir nehmen an. Das wird jetzt aber nicht in der Quest, ist erscheinen. Ah, wir können sie gar nicht annehmen. Wieso können wir die nicht annehmen? Wollte schon sagen. Und dann passen wir sie wieder. Dann kommt hier vorne eine neue. Und es ist genau die gleiche. Also das ist wirklich das, was wir momentan machen würden. Willkommen. Willkommen. Okay. Ich finde auch willkommen. Ja. Ja, willkommen. So, wir haben jetzt ganz viele Quests. Die führen uns alle wieder zurück, dass wir mit irgendwelchen Leuten sprechen wollen. Das heißt, wir können sie wegklicken. Fruchtbares Feld. Wir machen nebenbei das auf. Das ist dort. Das hier ist, spreche mit dem, das ist weit weg. Das ist wieder, haben wir fertig, ne? Haben wir fertig. Susu-Haar-Dinger sind da hinten und auch hier vorne. Die Frage des Stolzes, Susu-Gürtel. Komm, wir ziehen das nachher. Müsste auch da sein, jo. Neubeginn, das sind die Ringe. Was ist das? Sprecht mit irgendwem, das ist bestimmt nicht hier. Überbringt sonst wem Nachricht, ist auch nicht hier. Gut, dann haben wir die nächsten Quests ausgewählt, die führen uns hier vorne hin. Und dann bewegen wir uns mal nach Basfeld. Also wir nehmen Rückkehr dafür, ich habe keine Lust wieder den Weg zurückzulaufen. Ich meine, das ist ja blöd. Geben dann ein paar Quests ab, machen unser Inventar wieder leer und dann geht's auf zur nächsten Questjagd. Alter, wir sind richtig schnell, was Quests angeht. Warte, ich bin verwirrt, weil andere Spiele andere Steuerung. 80 Quests haben wir schon, ey. 80 und das gerade mal im zweiten Gebiet, was es gibt. Es gibt so viele Gebiete allein schon. Oh, und jetzt haben wir was Tolles bekommen. Etwas, was wir auch ja nicht hatten. Und das ist, Crit-Treffer. Hilft uns leider nicht, weil wir sind ja eine magische Klasse. Wir bräuchten magische Crit-Treffer. Das heißt, die werden wir gleich wieder verkaufen, die Rollen. Oder irgendwem schenken, ist mir ja egal. Aber ja. So, Präzision oder Magieverstärkung. Natürlich nehmen wir Magieverstärkung, weil wir mit Präzision nichts anfangen können. Aber wir haben natürlich zwei Ringplätze. Jetzt haben wir... Sekunde, das juckte. Jetzt haben wir, ja. Alles voll. Wir haben ein ganzes, komplettes Gear. Eine Frage Stolzes haben wir leider noch nicht fertig, aber dafür haben wir randalierende Moosbären fertig. Wir haben einen Titel bekommen. Legendärer Jäger.
wenn wir das so weitermachen, kriegen wir wahrscheinlich wirklich alle Titel. Randalierender Jäger. Magieverstärkung. Warte, stopp. Hier unten sehen wir ja, was die ausfüllen. Parieren, aber wir haben Geschwindigkeit erhöht. Das ist natürlich was Tolles. Das setzen wir aber noch nicht ein. Also, wir können es als Anzeigetitel natürlich reinnehmen. Weil, naja, wir sind ein Jäger. Aber, noch nicht als Wertetitel, weil Magieverstärkung ist doch etwas, was ich eher haben möchte, als Geschwindigkeit und irgendwas Physisches. Hier haben wir wieder Sachen für uns. Wir haben meistens immer die Schärpen. Selbst wenn das hier jetzt relativ ähnlich aussieht, aber parieren ist garantiert nichts für uns. So. Da haben wir ganz viele. Jetzt, oh, das ist cool, das ist cool. Wir haben Level 19 erreicht, das heißt, wir haben die Level 20er Kampagne, die uns nach Morheim führt, bekommen. Die werden wir natürlich noch nicht ausfüllen, weil, naja, es ist noch nicht wirklich was für uns. Weil wir wollen ja hier abarbeiten, aber ihr merkt, Level 19, und wir haben bisher erst einen ganz kleinen Teil von Altgard fertig, würden wir normalerweise dann weiterreisen. Wir wollten handeln und uns nach Morheim begeben. Was wir aber in diesem Fall jetzt nicht tun. Das muss weg. Das brauchen wir für eine Quest. Die können weg. Ihr könnt weg. Ihr könnt weg. Alle weg. Das ist auch Schrott. Das ist Schrott. Das ist Schrott. Das ist Schrott. Das auch. Ja, wir haben noch nicht mehr die Instanz betreten, die für Level 16 ist. Das ist, also hier vorne ist Haramir. Das ist die allererste Instanz. Das ist eine, für eine Person, eine Solo-Instanz. Warte, wie viele gibt's davon? Ich glaube nur Haramir, oder? Keine Ahnung. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Auf jeden Fall, kommt man dann nur alleine rein. Und, ja, ist die erste, die man macht. Und die ist ab Level 16 betretbar. Und wer wirklich schnell leveln will und alleine macht, der geht normalerweise damit Level 16 in Haramir, wenn er keine Kampagne mehr hat. Obwohl, man dürfte mit Kampagne noch ein bisschen weiterkommen. Egal, der geht dann häufig auch in Haramir rein. So. Haben wir jetzt über Haramir gesprochen, können wir jetzt endlich weitergehen. Verwandelt euch... Ach, das ist das! Moment, das ist so süß. Jetzt sage ich mal, let's Schreckmais. Hui! Okay, wir sind ein Schreckmais und als Schreckmais begeben wir uns mal jetzt hier weiter. Also wir können nicht kämpfen, das ist ein bisschen blöd. Aber ich sagte mal, das ist die Folge als Schreckmais unterwegs, ne? Oh mein Gott. Okay, nach kurzer Unterbrechung geht weiter und diesen komischen Backjungen. Okay, läuft bei dir. Oder fliegt bei dir, besser gesagt. Ja, das kommt schon mal vor, das nennt man einen Flügelbug. Aber der hat anscheinend eine richtig schlechte Verbindung. Ich meine, dass er so hin und her backt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, und er leckt auch noch richtig. Alter Schwede, schaut euch das mal an. Ja, egal. Ah, das ist so langsam. Also in dieser Verwandlung haben wir auch, naja, wir sind langsam. Wir sehen doof aus. Aber wir sind Schreckmeis. Wir sind legendärer Schreck... Jäger. Kelpie. Die Schreckmeistusse. Mhm. Gönnt euch das. Ja, wir sehen von vorne echt unheimlich aus. Wir sind Doppelschreckmeis. Die dreifach. Der da sieht aber ganz nett aus. Der ist böse. Der ist heimtückig und der ist nett. Mhm. Das sind, die drei Schreckmeisschwestern. Ja. Meine Fresse. Das ist so verwirrend. Schneller, Schreckmais. Wie viele Beine haben wir eigentlich? Wir haben drei Beine. An dem einen haben wir einen Fuß und das sind zwei Füße an einem Bein. Mhm. Und wir laufen allein schon. Schaut euch das mal an. Also ich kann auch nochmal den Rest ausblenden. Da. Geil. Ach ja. So, wir müssen aber jetzt gleich die Verwandlung rausnehmen. Also normalerweise müssten wir 10 Minuten warten. Was wir natürlich nicht machen werden, weil das total die Zeitverschwendung ist, sondern hier Verstärkung entfernen. Und ich habe euch, glaube ich, das hier noch nie gezeigt. Das ist die Energie der Rast. Die füllt sich auf, wenn wir nicht online sind, wenn wir in einem Haus sind. Das zeige ich später. Das ist noch eine Pernon-Quest. Füllt sie sich noch schneller aus. Und erhöht die Beutechance. Bla, das ist nicht ganz so wichtig. Und dadurch kriegen wir halt mehr EP. So, und jetzt müssen wir hier vorne, ups, Entschuldigung, loslegen. Was müssen wir hier? Die Wächter. Na denn, stirbt. Ach Mist.
Wir haben ja neue Fertigkeiten mit Level 19 bekommen. Egal, machen wir später, wenn wir wieder im Bossfight sind und dann Saga gehen. Wir müssen ja eh gleich zurück. Und dann können wir mal schauen, ob wir endlich gute Skills haben. Und nicht so gümmeliger. Also, tut mir echt leid, dass ich... Komm. Vorführungsmäßig muss ich natürlich mehr mit dem Geist arbeiten, aber irgendwie ist das nicht meins. Also, nur mit Geist angreifen und Geist hinken, das dauert mir einfach zu lange. Also, ich meine, Moment. Das war jetzt der falsche Skill, tut mir leid. Selbst wenn ich jetzt den mit dem Geist angegriffen habe, ich müsste Ewigkeiten Zorn aufbauen, damit, drohende Haltung, so etwas, das ist Zorn aufbauen. Damit ich überhaupt die Aggro nicht halten kann. Und das ist einfach total nervig. Für den ersten Schlag, okay, geht's. Aber für weiteres, nein. Nein, nein, nein. Einfaches Nein. Ist total nervig. Also klar, wenn man später bei den Stigma-Bäumen, das hatte ich ja schon mal, glaube ich, erwähnt, auf den Petbaum geht, dann kann man relativ einfach auch die Aggro halten und dann lässt man sein Pet auch tanken und führt viele Pet-Skills aus, aber anders ist es einfach so, oh mein Gott, das ist nervig. Also würde ich nicht gerne machen. Ich kann natürlich mein Pet immer mit drauf schicken, aber viel mehr wird daraus auch nicht und wir haben vor allem noch zu wenige Pet-Skills, als dass das wirklich was bringt. Ich meine, der eine, wir können es ja gleich mal den Effekt für den Windgeist durchlesen, die der macht. Windgeist fügt einem Ziel sofort 133 magischen Schaden zu und ist ein Dot. Das heißt, über Zeit wird noch ein bisschen mehr Schaden zugefügt. Das hier vorne verspottet euren Gegner, damit sich sein Zorn euch gegenüber erhöht. Also gegenüber dem Pet, nicht mir. Aber trotzdem ist es total... Ihr seht, ich habe durch ein paar, also ein einziges Ziel eigentlich schon direkt die Akku. Und nur sein Dot geht dann ganz kleines bisschen. Oh, wir können was dispen. Wir können was dispen. Ihr seht, er hat hier vorne. Na, er ist vorher tot. Aber er hätte theoretisch für die physische Verteidigung erhöht. Wir werden mal schauen, ob wir es nachher noch beim zweiten bekommen. Das hört mir nicht ganz so schnell. Und dann können wir das erste Mal wirklich etwas dispen. Das freut mich, dass ich das gerade gesehen habe. So. Och Mann, habe ich das Spiel etwa wieder gestartet? Tut mir leid. So. Wenn wieder im Spiel vom Tab her. So. Nein, das ist das richtige Ziel gewesen. Mein Gott, diese dumme Tusse, ey. Mich regt echt die Stimme auf. Ich mag das im Englischen viel mehr, da wirkt die einfach netter. Was sagt die eigentlich überhaupt? Ich weiß das gar nicht mehr. Oh, ich habe mich wieder so aufs Deutsche gewöhnt. Das ist so schlimm. Oh Mann. Also. Wenn du die ganze Zeit auf Englisch spielst, dann gewöhnst du dich total daran. Du weißt auch nicht mehr, wie die Skills im Deutschen heißt. Du weißt einfach gar nicht. Und ich hatte das, dass ich mit meinem Anachen in Katalamais, das ist die, wo man das ganz gute Gear herkommt, halt eingegangen bin. Ich so. Und ich musste bestimmte Ziele markieren. Das macht man da. Ich so. Moment, wie heißen die auf Deutsch? Also ich wusste es echt nicht und ich habe mich dann mehr oder weniger am Aussehen von denen orientiert. Und, oh. Also, weil das ist, dieses Marken, so nennt man das, ist etwas total Instinktives, was auch innerhalb von Sekunden gehen muss. Und, ja, wenn man dann erstmal da ist, so, scheiße, wie heißen die Viecher nochmal? Und dann einmal kurz rumwählen muss und vielleicht nochmal neu auswählen, dann ist das schon ein bisschen blöd. Aber das ist auch nur immer am Anfang. Wie gesagt, ich finde das Englische viel cooler. Es hat mehr Charme. Da ist der Düngersack, wusste ich es doch. Kräutersammler? Nein, der dürfte mich nicht auswählen. Der Aggro-Range ist total gering. Die Aggro-Range, Entschuldigung. Verwenden. Einsammeln. Drei müssen wir holen. Gut, dann holen wir uns drei. Versuchen nebenbei nicht zu adden. Die Arbeiter hier sind Non-Aggro-Viecher. Und da vorne... sehen wir auch, oh Mann, diese Königin, von denen wir diese Ringe bekommen. Das ist jetzt Susen. Die Ringe bekommen wir alle von verschiedenen. Man weiß nie genau von wem was, das muss man ein bisschen austesten. Und die stehen auch alle an verschiedenen Punkten. Und respawnen auch verschenkt, das ist total komisch. Also es kann durchaus dauern, bis man die findet. Und man kann rein theoretisch die Ringe auch einsetzen. Wir müssen jetzt aber eigentlich einen Ring herbekommen haben. Ja, Ring der Leidenschaft haben wir jetzt schon im Winter. Wir können uns mal die Stats von dem anschauen. Boah, nö, nicht so sonderlich toll. Auf jeden Fall kann man auch die Ringe theoretisch im AHA kaufen.
Was wir aber natürlich nicht machen, weil wir nicht unseren Goldpaket-Vorteil nutzen wollen, in dem Sinne, dass wir uns Quest-Gegenstände erkaufen. Das ist einfach nur blöd. Außer vielleicht bei Sammelquest später. Muss ich mal gucken. Ob ich dann so eine denke ich mal, wenn wir Morheim betreten, dass ich dann eine nicht gefilmte Folge oder vielleicht eine auf hoher Geschwindigkeit vorgespielte Folge mache, wo ich einfach nur sammel. Jetzt denken wir wieder, wir wollen den Dispin, also wenn wir versuchen, ihn nicht zu töten, ehe er den einen Skill ausführt. Jetzt rennt er auf uns zu. Och, bitte nicht sterben, okay? Vorübergehender Kampfgeist, da kommt es. Alt 5. Und es ist wieder weg. Das heißt, sein Buff, den er sich gerade mühsam rausgezogen hat, der wurde gerade von uns entfernt. Wir müssen natürlich nicht so lange warten, ne? Das war jetzt gerade nur, damit ihr es wirklich richtig sehen könnt. Was auch im PvP geht, was auch mit weiteren Skills, damit mehreren dieser Teile geht. Und ja, das ist eigentlich ganz toll. Ne? So. Nehmen. Jetzt müssen wir noch Susu Arbeiter töten. Warte, die Arbeiter? Okay. Machen wir. Wieso auch nicht? Ich freue mich darauf, wenn wir die Teile aufgebraucht oder verkauft haben. Ich habe langsam keine Lust mehr, diese schlechten Pots zu benutzen. Das ist richtig nervig. Aber auch natürlich, ich will nicht diese OP-Pots nehmen, weil, ja. Wir haben den zu langsam getötet. Deswegen kommt der beschworene Schleicher hier zu uns und versucht uns jetzt zu töten. Also, wenn wir diese Viecher casten lassen, dann kommt es dazu, dass sie, naja, solche Teile haben. Das hier können wir auch theoretisch runter, das bin aber, naja, gut. War schon tot, Entschuldigung. Nicht der Wach. Ach, meine Fresse, ich habe keine Lust, immer alles zu adden. Ich habe voll den breiten Add-Arsch. Also, in dem Sinne, dass ich alles adde. Ne? Also, alle Akku auf mich ziehe. Ach, Mano, das ist voll unfair. Ich will nicht sterben. Das ist wirklich das Nervigste, wenn man mal kämpft. Man ist da und denkt so, scheiße, mein Leben geht runter. Scheiße, ich habe noch Cooldown. Und dann, naja, könnte man gleich danach sterben. Deswegen benutze ich auch immer Pots relativ früh, wenn ich merke, ich habe bald keine Leben mehr. Dann wird der Pot reingeschmissen, damit ich noch relativ viel Zeit habe zu regenerieren und auch den Cooldown vom Pot wegzubekommen. Aber momentan ist es ja nicht gerade notwendig. Diesmal hat es auch nicht gecastet. Gut, alles weitere, was wir hier mit den Susus anstellen, ob die Susu etwas beleibteren Damen die Ringe für uns droppen, das sehen wir jetzt in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!